sei Dank, endlich zu Hause. Ach, ich wusste gar nicht, dass der Weg so weit sein kann. Oh, ich bin auch ganz müde. Ach Mann, ey, Sophia, tut mir so leid. Ich würde dir so gerne helfen. Sie schwitzt ja schon wieder so doll. Also, Mami, wir können auch gerne zu Omi gehen. Dann kannst du dich ein bisschen, ja, ausruhen und vielleicht ein bisschen schlafen und so. Ja, wir wollen dich auf keinen Fall jetzt auch noch nerven. Ja, also eigentlich finde ich, dass das eine richtig gute Idee ist, Linus. Ja, Sophia, ruf doch deine Mama an, dann soll sie eben rumkommen. Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Ich meine, das ist doch nicht normal, dass man einfach so umkippt. Nein, Kalle, auf gar keinen Fall. Mir geht schon viel, viel besser. Ich lege mich gleich einen Moment hin und dann wird das alles schon. Mach dir bitte keine Sorgen. Ja gut, Sophia, ich lasse dich echt ungern alleine und ich finde das auch nicht ganz vernünftig von dir. Wie gesagt, ich klinge gerne eben bei deinen Eltern. Das ist ja nur ein Katzensprung von mir. Wenn was ist, rufst du eben rüber, ja? Ja, mache ich. Und nochmal vielen, vielen Dank fürs Rüberbringen. Das war gar nicht nötig. Ja, das ist echt lieb von dir gewesen. Danke, Kalle. Ach, Mami, das tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Ja, nur weil ich unbedingt eine Wassermelone wollte. Ach, Quatsch, Linus. Das ist überhaupt nicht deine Schuld. Es ist alles gut. Ja, mir macht nur der Wetterumschwung einfach ein bisschen zu schaffen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Stress als sonst. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Das ist weder deine noch Hannas noch Emmas Schuld. Ja, ich muss einfach ein bisschen mehr trinken und mich jetzt ausruhen, dann wird das alles schon. So, Kinder, ich lege Emma jetzt noch einen Moment hin und ihr könnt euch ja schon mal ausziehen. Hängt bitte eure Taschen dahin und wascht euch die Hände. Ach, Hannah, ich mache mir solche Vorwürfe. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das meine Schuld war, weil ich unbedingt eine Wassermelone wollte. Ja, Linus, ich fühle mich auch ganz schön schlecht. Ich hoffe, Sophia wird bald wieder ganz gesund und so wie immer. Ja, sowas Blödes. Gott sei Dank ist Emma jetzt sofort eingeschlafen. Oh, das hätte mir jetzt auch noch gefehlt. Oh, und ich würde mich jetzt gern auch noch hinlegen. Oh, was geht mir das heute schlecht? Das ist echt unglaublich. Das kenne ich gar nicht von mir. Sag mal, wollt ihr was essen? Kann ich irgendwas für euch tun? Möchtet ihr vielleicht irgendwas trinken? Soll ich euch was warm machen? Ein Brot schmieren oder so? Och nö, also ich habe nicht so doll Hunger. Möchtest du was essen, Hannah? Nee, nee, Linus, ich habe auch eigentlich nicht Hunger. Mir ist irgendwie der Appetit vergangen, vielleicht später. Mensch, Hannah, was ist denn mit dir los? Muss ich mir Sorgen um dich machen? Wirst du krank? Nö, aber ich habe einfach keinen Hunger. Ich habe mich so da erschrocken, als du einfach umgefallen bist. Vielleicht esse ich später was. Ich sag dir dann Bescheid, ja? Falls ich noch Hunger bekomme. Ja, ich mich auch. Deshalb habe ich auch jetzt noch keinen Hunger. Vielleicht esse ich später eine Banane oder so. Ach Kinder, nun macht doch nicht so einen Kopf. Es ist wirklich alles in Ordnung. Mir geht schon viel, viel besser. Ja, ich würde mich aber trotzdem gern einen Moment hinlegen. Meint ihr, das ist okay, wenn ihr ein wenig alleine spielt? Ja, also dürfen wir ein bisschen in den Garten gehen. Wir laufen noch nicht weg. Wir wollen einfach ein wenig in der Sandkiste spielen. Das machen wir so gerne. Ja, ich wollte auch eigentlich heute mit euch auf den Spielplatz gehen. Das tut mir wirklich leid, aber das schaffe ich heute nicht. Ein andermal gerne. Ja, ihr könnt gerne im Garten spielen, aber ihr dürft auf keinen Fall, ja, weglaufen. Ihr dürft nur im Garten bleiben, das müsst ihr mir versprechen. Nee, nee, wir laufen nicht weg. Keine Angst, wir bleiben nur im Garten, versprochen. Lasst die Tür zum Garten bitte auf, dann höre ich, wenn was ist. Ich leg mich auch auf die Couch. Wenn was ist, dann weckt mich einfach, falls ich schlafen sollte, ja? Hab da keine Hemmung vor. Und bleib bitte wirklich im Garten. Nein, wir bleiben wirklich nur im Garten. Versprochen. Ja, da fussel auch mit raus. Das macht dir bestimmt total viel Spaß. Ja, natürlich. Könnt ihr Fussel mit rausnehmen. Und wirklich nochmal, es tut mir sehr leid, dass ich euch so ein Schrecken eingejagt habe und dass wir heute nicht zum Spielplatz können. Seid mir bitte nicht böse. Und wenn was ist, dann weckt mich bitte. Ich schlafe auch nur einen ganz kleinen Moment. Ach Mann, jetzt habe ich den Kindern so einen Schreck eingejagt. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, mein Kopf, der platzt gleich. Oh, mir ist so warm. Vielleicht kriege ich ja einen Schnupfen oder sowas. Ach, ich bin ganz müde. Ach, ich versuche jetzt mal eine halbe Stunde zu schlafen. Oh. Ich würde ja Lukas auch anrufen, aber der hat heute so einen wichtigen Termin. Das kann ich einfach nicht bringen. Ja, und Mama will ich auch nicht anrufen. Die muss morgen auf Linus und Emma aufpassen. Ich will sie auch nicht ständig immer mit einspannen. Ja, ach, Hannah und Linus sind doch schon so groß. Die schaffen das schon. Eine halbe Stunde im Garten.
Ach Mann, Linus, ich bin so schlecht drauf. Das war ein ganz schöner Schreck, oder? Als deine Mami da einfach hingefallen ist. Ja, Hannah, ich bin auch ganz schön traurig deswegen. Ja, was können wir denn jetzt machen? Ich mache mir ganz tolle Sorgen um sie. Auf jeden Fall war das ganz schön nett von Kalle, dass er deine Mama nach Hause gebracht hat. Ja, ich hatte schon Angst, dass wir somit über die Straße laufen müssen. Ja, das fand ich auch sehr nett. Ja, ich hätte es aber besser gefunden, wenn wir mit Mama zum Arzt gegangen wären. Ja, sie hat auch ganz schön doll geschwitzt die ganze Zeit. Hast du das auch gesehen? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass deine Mama ganz schnell wieder gesund wird. Hast du eine Idee, was wir bauen können, Hannah? Irgendwie ist mein Kopf ganz schön leer. Ja, ich fühle mich irgendwie so traurig. Ja, Linus, ich fühle mich irgendwie auch ganz komisch. Ob deine Mama wo gerade schläft? Ich weiß nicht. Vielleicht ist Emma ja auch schon wieder wach und nervt sie. Ich mag Emma sehr, sehr gerne, aber ja, manchmal schreit sie die ganze Zeit und will einfach nicht schlafen. Also Linus, ich hätte da eine super Idee. Wir könnten ja, wir könnten ja mal reingehen und nach deiner Mama gucken. Vielleicht brauchst du ja auch irgendwas. Dann könnten wir schauen, ob sie schläft und auch ob Emma schläft oder ob Emma im Bett steht und quasselt. Und ja, wir könnten ja einfach mal kurz gucken, wie es ihr geht. Dann wüssten wir, ob es ihr gut geht. Psst, Anna, aber ganz leise sein. Wir wollen sie nicht wecken. Sie soll sich schön ausruhen. Meine Güte, deine Mama schnarcht aber ganz schön laut. Ja, aber sie schläft. Das ist doch schon mal gut, oder? Meine Omi sagt immer, wenn man krank ist oder sich nicht so gut fühlt, dann ist Schlaf die beste Medizin. Ja, und so laut wie Sophia schnarcht, ist sie bestimmt nachher wieder gesund. Ja, Linus, jetzt müssen wir aber noch nach Emma gucken. Machst du das? Dann passe ich unten auf Sophia auf. Ja, ich mach das eben schnell. Aber vergiss nicht, sei schön leise. Also, ich war bei Emma. Sie schläft noch ganz, ganz fest. Das ist ja gut, dann kann Mama noch einen Moment länger schlafen. Ja, das ist super. Komm, Linus, lass uns wieder rausgehen. Sonst wecken wir sie aus Versehen noch. Na gut, Linus, dann lass uns mal wieder in den Garten gehen. Aber denk daran, schön leise sein. Ach, Emma Maus, hast du gar keinen Hunger? Möchtest du noch ein bisschen warten mit dem Essen? Das passt mir ehrlich gesagt ganz gut. Blätter du mal da weiter dein Buch durch, dann kann ich noch einen Moment die Augen zumachen. Also nur zumachen, nicht schlafen. Ach, mein Kopf. Oh. Und ich glaube, ich muss da erstmal duschen, wenn Lukas da ist. Ich bin so nass geschwitzt. Furchtbar. Oh, Linus, guck mal, wer da ist. Hallo, Mami, wir sind hier in der Sandkiste. Oh, hallo, Hannah. Hallo, Linus. Na, spielt ihr schön in der Sandkiste? Das ist ja toll, dass ihr in der frischen Luft seid. Und wie war euer Tag? Habt ihr schön gespielt? Ach, Mami, du weißt gar nicht, was heute Furchtbares passiert ist. Also die Sophia, die ist einfach so umgefallen bei Kalle. Ja, schwuppsdiwupps lag sie auf dem Boden. Wie, sie ist umgefallen? Hat sie sich, ist sie ausgerutscht oder ist sie über was gestolpert oder hat sie sich hingelegt oder wie? Nee, ihr ist ganz schwindelig gewesen und auf einmal war sie schwuppsdiwupps auf dem Boden. Da haben wir uns so da erschrocken. So doll, dass Hannah nicht mal mehr Hunger hatte heute. Ja, und vorhin in der Kita hat sie so doll geschwitzt. Ja, ganz doll. Und sie meinte, ihr ist heute irgendwie nicht so gut. Ja, und dann sind wir in den Garten gegangen, weil wir sie nicht stören wollten. Sie hat sogar vergessen, dass ich heute mit zu Linus gehe. Sie ist ganz tüdelig heute. Kannst du nicht mal nach ihr gucken? Wir machen uns so große Sorgen um sie. Sie wollte nämlich auch nicht zum Arzt. Oh je, das hört sich aber gar nicht gut an. Und ich habe so getrödelt, weil ich dachte, ja, du bist ja hier gerne und Sophia stört das ja auch immer nie. Ach, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ihr bleibt bitte mal hier. Ich gehe mal kurz nach Sophia gucken, ja? Siehst du, Linus, vielleicht kann meine Mama ja deiner Mama helfen. So von Mami zu Mami, vielleicht hat sie noch einen Trick, wie man nicht mehr so doll schwitzt und so. Ja, ich hoffe es sehr. Sophia? Sophia, ist es in Ordnung, wenn ich reinkomme? Ach du Schreck, ist es schon so spät? Oh, ist Martina schon da? Wie lange liege ich denn hier schon rum? Ja, Martina, ich bin im Wohnzimmer, ich komme sofort. Ach Mann, mir ist schon wieder so dödelig im Kopf, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn heute nur los mit mir? Also langsam mache ich mir echt Sorgen, so kenne ich mich gar nicht. Mensch, Sophia, wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz blass und total nass geschwitzt. Die Kinder haben gerade schon gesagt, dass es dir nicht so gut geht. Ich dachte, sie übertreiben. Ach, Martina, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Erstmal schön, dass du da bist. Tut mir leid, ich wollte ja eigentlich mit Hannah und Linus auf den Spielplatz, aber das habe ich heute nicht geschafft. Ich glaube, das Wetter macht mir irgendwie zu schaffen.
Mensch, Sophia, ich mache mir ganz dolle Sorgen um dich. Was ist denn los? Warum rufst du denn nicht an? Dann hätte ich doch den Zahnarzttermin abgesagt. Ach Quatsch, das ist ja gar nicht so schlimm alles. Total übertrieben. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe einfach Probleme mit dem Wetterumschwung. Es ist alles in Ordnung. Du hättest ja nein, bitte nicht. Ja, oh, ich glaube, es geht schon wieder los. Oh, Sophia, jetzt nicht umkippen. Oh Gott, alles dreht sich. Nicht umkippen, Sophia, nicht umkippen. Oh, mein Kopf, oh, ist mir schwindelig. Sophia, kann ich irgendwas für dich tun? Soll ich dich zum Arzt fahren? Ich gehe zu deiner Mama und sag eben Bescheid, dass ja sie eben auf die Kinder aufpasst und begleite dich. Sophia? Oh Gott, mein Kopf, alles dreht sich. Oh, bitte nicht schon wieder. Nicht umkippen, Sophia. Bitte kipp jetzt nicht um. Nicht vor Martina. Ich will nicht zum Arzt. Sophia, was ist denn los, Sophia? Ach, mir ist so schwindelig, Martina. Ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen. Also, Sophia, das ist doch langsam wirklich nicht mehr witzig. Du musst zum Arzt. Was ist denn los mit dir? Nein, bitte nicht. Auf keinen Fall zum Arzt. Ich möchte nicht zum Arzt. Es ist alles in Ordnung, Martina. Es ist, glaube ich, nur das Wetter. Bitte, ich muss mich kurz hinsetzen und dann wird alles wieder. Und Lukas kommt ja hoffentlich auch gleich. Aber ich möchte nicht zum Arzt oder gar ins Krankenhaus. Auf gar keinen Fall. Nein, Sophia, das kann ich auf keinen Fall jetzt so verantworten. Das ist doch nicht normal, dass man ständig umkippt. Du Arme, ich rufe jetzt sofort einen Krankenwagen, dass der dich einmal durchcheckt. Danach kannst du immer noch nach Hause gehen. Also ich rufe jetzt auf jeden Fall einen Krankenwagen. Mir reicht das jetzt. Du bist doch ganz blass. Was ist denn heute los mit dir? Hast du was Falsches gegessen? Bist du auf irgendwas allergisch? Nein, Martina, bitte nicht. Ich möchte nicht ins Krankenhaus. Auf gar keinen Fall. Das wird schon wieder, wirklich. Ich muss mich eben einfach kurz einmal ausruhen. Aber bitte ruf nicht im Krankenhaus an. Ich möchte nicht zum Arzt. Das wird alles schon. Außerdem habe ich morgen einen sehr wichtigen Termin und darauf muss ich mich gleich noch vorbereiten irgendwie. Ach, Sophia, du spinnst doch. Ach, Mann, ich will nicht zum Arzt. Bitte, Martina, tu mir das nicht an. Das wird schon nichts Ernstes sein. Hier spricht die Notrufzentrale. Was kann ich bitte für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Meine Freundin, die Sophia Fröhlich, hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was sie hat. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ein Krankenwagen kommt. Sie ist jetzt heute schon zweimal zusammengebrochen. Ja, das hört sich ja nicht so gut an. Sagen Sie mir bitte genau Ihre Adresse und dann schicken wir jemanden. Meine Güte, Sophia, du glühst ja richtig. Du hast bestimmt über 40 Grad Fieber. Oh, schau mal, Linus, da ist ein Krankenwagen. Ja, guck mal, der hält vor unserer Tür. Meinst du, es ist was mit Mama? Ja, hallo, Kinder. Och, Mensch, jetzt kommt nur noch der Krankenwagen. Was hat denn meine Mami nur? Hoffentlich wird sie schnell wieder gesund. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und schreibt uns in die Kommentare. Ja, was denkt ihr jetzt? Was hat denn meine Mami? Ich mache mir solche Sorgen. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr gar kein Video mehr von uns. Bis dann. Tschüss. Linus, ich hätte da so eine Idee. Wir könnten ja mal kurz nach deiner Mama gucken. Ja, und auch nach Emma, ob sie auch noch schläft und so. Vielleicht steht Emma ja auch nur im Bett und ja, quaddelt mit sich selber. Quaddeln ist doch was ganz anderes, oder? Also quaddeln ist quaddeln. Nee, quaddel ist, was man an der Haut hat. Und du meinst so quasseln. Ja, ich meinte quasseln. Mist, jetzt muss ich nochmal sprechen, oder?